und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Naomi und ich muss euch zu Beginn sofort was mega Dramatisches erzählen. Leute, haltet euch fest. Ich musste heute zum allerersten Mal seit 3 Monaten oder so meine Kuschelsocken auspacken. Ich kann es nicht fassen. Das bedeutet für mich so viel wie, dass der Sommer bald vorbei ist, Leute. Und dafür bin ich absolut nicht bereit. Ich komme in dieser Situation gerade überhaupt gar nicht klar. Aber deswegen spielen wir jetzt noch ein paar Sommerspiele. Ich habe einfach mal Sommer eingegeben und die Sachen haben wir jetzt am meisten zugesagt. Ich würde sagen, wir starten mit Sommerspaß. Dieses Kind sieht super fröhlich aus, sitzt am Strand, baut eine Sandburg. Was will man mehr? Schlafen. Und essen. Wow, was für ein Strand. Ich glaube, wir sollten auf dieses Schild drücken. Ich würde gerne direkt zu den Strandburgen oder zum Eis. Ich liebe Adrenalin. Schauen wir mal, was das Schild uns zu sagen hat. Hallo. Oh, wir dürfen hier selber was zeichnen. Wir haben kein Blau. Ah, ist es mir das mehr wert, dass ich mir jetzt eine Werbung anschaue? Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Hammer, durch diese eine Werbung haben wir gerade alle Farben freigeschalten. Leute, das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Kann ich damit einfach wundervoll. Nee, jetzt muss ich mir wieder Werbungen anschauen. Dachte ich mir schon. Das ist jetzt einfach der Strand. Und dann malen wir mich. Ich finde, es sieht mir zum Verwechseln ähnlich. Gut siehst du es. Da malen wir noch einen Ball. Wie sieht ein Strandball aus? Die ist doch immer weiß mit so roten Flecken. Wann habe ich blau ausgewählt? Was passiert hier gerade? Ich habe nie blau ausgewählt, aber das ist mein Ball. Hier machen wir noch eine... Okay, ich habe gerade verkackt. Leute, wir lassen das. Das ist mein wunderschönes Strandbild. Diese Augenweide. Und ich hoffe schwer, dass es jetzt hier angezeigt wird, Leute. Stellt euch vor, ihr kommt an den Strand und das Erste, was ihr seht, ist meine wundervolle Zeichnung. Ich würde mich sofort wohlfühlen. Wo gehen wir als Nächstes hin? Ich will zu den Sandburgen. Dieses Baby da im Hintergrund sieht einfach aus, als wäre es so ein mega Pumper. Nur die Haare kommen in den Garten, ne? Wir werden jetzt ein bisschen Strand schaufeln. Das gibt mir jetzt alles, was ich diesen Sommer vermisst habe, Leute. Und jetzt können wir wirklich auch noch bestimmen, was hier oben drauf kommt. Mit einer komplett anderen Farbe. Egal, das ist abstrakt. Das ist Kunst, Leute. Und es zaubert einem so ein Lächeln auf die Lippen. Das macht uns so schnell niemand mehr nach. Ganz toll. Hammer, Leute. Das ist meine Sandburg. Und das da hinten ist wahrscheinlich die Sandburg von diesen Kindern da drüben. An meine kommen die niemals ran, aber sagt ihnen das bitte nicht. Ich wusste nicht, dass das Ganze eine Competition war. Oh, okay, aber es wirkt irgendwie so, als ob man unsere Sandburg gar nicht erst genommen hätte, als wäre sie so schlecht. Natürlich kratzt es am Ego. Wir dürfen jetzt entscheiden, welche besser ist. Schreibt mir in die Kommentare, für welche ihr euch jetzt entschieden hättet. Ich glaube, ich wähle die hier. Boah, Leute, ohne Spaß, das sieht für mich eher aus wie diese Spiele. Wo ist der Unterschied bei den Bildern? Hier ist nämlich ein anderes Tor. Die Mauer ist auch sehr anders. Und dann schauen wir, wer Erster wird. Meine Sandburg gar nicht erst vorgekommen. Ganz, ganz toll. Doch. Oh, Leute, wir sind erst geworden. Das ist eine geschobene Partie. Bitte was? Das ist eine geschobene Partie. Seht euch meine Sandburg an und die andere im Vergleich. Was soll ich sagen? Eindeutig verdient gewonnen. Hey, warum haben die unser Bild entfernt? Das finde ich gar nicht cool. Ich war schon ein bisschen enttäuscht. Wir gehen mal nach hinten. Vielleicht können wir da ein paar Leute umstylen. Das Kind sieht übrigens aus wie das Baby von den unglaublichen Kind. Du bekommst jetzt einen Hut. Nee, ich wollte nicht auf die Werbung drücken. War es diese Werbung jetzt wert, dass dieses Kind seine Bumblebee-Mütze am Strand bekommt? Einen Donut bekommt das Kind auch noch. Nicht einen Donut, das ist ein Schwimmreifen. Ist doch super. Ich bin wieder sofort beim Essen. Seht euch diesen Style an. Schauen wir nochmal zu diesen Glitzerbällen darüber. Was machen wir hier eigentlich gerade? Dann pflanzen wir hier irgendwas an. Kind, was hast du vor? Oh nee, wir sammeln Muscheln. Das ist ja super, super süß. Nee, Leute, ich drücke nicht schon wieder auf eine Werbung. Toll, wir dürfen wenigstens den Schmuck auch noch anmalen. Ich glaube, es reicht, Leute. Vielleicht ist es auch besser, dass es jetzt vorbei ist. Wundervoll. Well done. Die Familie ist glücklich. Dann bin ich natürlich auch glücklich. Das nächste Spiel heißt Beach Lifeguard. Also die Leute verletzen sich am Strand und wir müssen sie retten. Ich kann hier kein Blut sehen. Halleluja. Schauen wir mal, wie das hier laufen wird. Oh mein Gott, der hat
Der hat Glassplitter im Arm stecken. Junge, wo warst du schwimmen? Im Moment würde ich diese Frage offen lassen. Ja, ich wäre auch nicht sehr glücklich, wenn ich im Meer schwimmen gehe und dann mit Glassplittern im Arm zurückkomme. Und wir hören uns auch noch sein Herz an. Dr. Nesmeralda macht sie wieder gesund. Nehme ich das zu ernst? Wir dürfen die Glassplitter auch noch rausziehen. Shake your device. Leute, wir spielen das am Computer. Also muss ich ihn leider wieder wegschicken und er stirbt wahrscheinlich an einer Blutvergiftung. Ja, so viel dazu. Und dann habe ich als letztes auch noch das Virtual Family Summer Vacation Spiel. Sieht aus wie ein richtig, richtig schlechtes Sims. Sims lieben wir ja hart. Hier auf dem Bild sieht es noch ganz cool aus, aber seht euch einfach diesen Ladebildschirm schon mal an, wie die Wüste hier neben... Nee, ich pack's gar nicht. Seht euch das an. Ich glaube, das ist das Spiel unserer Albträume. Es geht los. Das ist ein wunderschöner Platz für ein Picknick. Also auch ich muss sagen, es ist eines der besseren Bilder. Und wir starten das Ganze, indem wir uns auf unser Picknick vorbereiten. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das gerade nice oder unheimlich finde. Ist das unsere Familie? Können wir mit denen reden? Nee, Kind, geht's dir gut? Kann man dir irgendwie helfen? Traurig. Ich kann nicht mehr laufen. Und das ist die Küche von unserem bescheidenen Apartment. Hammer. Das müsste unser wundervoller Picknickkorb sein. Mit so viel Liebe zum Detail. Und wir werden jetzt hier Sachen packen. Für ein Picknick brauchen wir auf jeden Fall mindestens 10 verschiedene Outfits. Wer kennt es nicht? Wir packen diese Sachen jetzt in unserem Picknickkorb. Ich lieb's, Leute. Das macht Spaß. Nächstes Level. Wir müssen unser Kind umziehen. Kind, du warst doch gerade noch auf dem Sofa. Warum chillt ihr jetzt alle hier drinnen? Ist hier drinnen ein Fernseher oder so? Okay, das war witzig. Sind das alles drei unsere Kinder? Wann habe ich mich dazu entschieden, 3 Kinder zu bekommen? Jesus Christ. Gott, steh mir bei. Wir nehmen das hier. Wir müssen die anderen Kinder auch noch anziehen. Absolut egal. Als ob die sich von ihrer Mama anziehen lassen. Die sehen mir schon sehr alt aus. Das sieht aus wie eine Picknickdecke. Das nehmen wir. Und das könnte auch eine Picknickdecke sein, wenn das ein Kind ist. Warum hat der so viele Tattoos? Das habe ich ganz sicher nicht erlaubt. Okay, wir sind schon wieder weiter. Wir haben sogar einen Hund dabei. Ich hoffe, das ist unser Hund und wir sind hier nicht gerade in irgendeinem fremden Garten. Doggo, bye. Was machst du? Geht der jetzt dahin und frisst den Müll? Wenn wir der Besitzer sind, dann finde ich das gar nicht gut. Finde das Tier und setz dich in deinen Wagen. Anscheinend ist das unser Hund. Seht ihr gerade, wie wir hin und her sliden. Hammer. Könnte ich ihn jetzt bitte einfach so mitnehmen? Annabelle, dein Hund ist da nicht drinnen. Nee, wir waren gerade drüben. Ich habe dir doch gerade gezeigt, wo dein Hund ist. Wie verstört der Hund auch reinschaut. Ich weiß echt nicht, ob der so glücklich ist. Hier haben wir das Auto und da packen wir die Molly jetzt einfach rein. Als nächstes müssen wir das Geschirr und Früchte für das Picknick packen. Ich dachte irgendwie, wir verbringen hier ein bisschen mehr Zeit am Strand. Leute, seht euch dieses Obst an. Lecker. Ich kriege sogar Gänsehaut. Pack den Picknickkorb und dann geht's los an den Strand. Hoffentlich zumindest. Das Kind hat uns nicht mal die Türe aufgehalten. Also noch schlechter erzogen geht kaum. Richtiger Kotzbrocken. Oh mein Gott, Leute. Wir dürfen mit dem Auto fahren. Oh mein Gott, ich krieg solche GTA-Feelings. Nee, 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 nee. Nee, rückwärts. Rückwärts. Kann ich bitte rückwärts fahren? Ich muss das alles erstmal verarbeiten, was gerade passiert ist. War krass. Piep, piep. Piep, piep. Ich bin einfach gegen die Wand gefahren. Ich bin froh, dass die Sachen oben sicher sind. Ich hätte einfach nur geradeaus fahren müssen, aber nee, direkt in die Wand gefahren. Dieser Familienurlaub fängt schon mal super an. Besser geht's nicht. Bisschen nach links lenken und voll aufs Gas. Ich will an den Strand. So fahren wir direkt nochmal in die Wand. Ah! Oh mein Gott, Leute. Kannst du bitte einfach geradeaus fahren? Was sind das für Straßen? Ich bin schon wieder gegen die Wand gefahren, Leute. Wir müssen nochmal zurückfahren. So. Jetzt kann uns eigentlich fast nichts mehr aufhalten. Let's go. Ein bisschen schneller vielleicht. Ich warte den ganzen Tag nur drauf, dass es endlich an den Strand geht. Was war das bitte für eine Schanze? Wow, Leute, habt ihr das gesehen? Das war fast ein 360. Ich hätte das gerne in Slow-Mo bitte nochmal. Oh. Das war fast ein 360. Und jetzt gehen wir offensichtlich zuerst mal tanken. Hallo. Ja, das ging schnell. Weiter geht's. Ich hoffe, da vorne ist auch schon der Strand.
sind wir gerade 500 Meter gefahren, haben dafür getankt. Es war für mich eigentlich schon fast perfekt. Wir holen uns nochmal was zu essen. Ich will doch nur an den Strand. Müsst ihr es mir so schwer machen? Wir gehen tatsächlich was essen noch, bevor wir zum Strand kommen. Muss das sein? Offensichtlich ja. Das war ein kleines Abenteuer, Leute. Ja, das Auto fährt, ohne dass ich irgendwas mache. Und dann sind wir endlich am Strand. Aber nee, natürlich passt uns hier auch noch jemand ab. Was muss ich denn alles machen, um einfach nur einen Tag am Strand zu genießen? Das gibt es doch gar nicht. Oh mein Gott, wir müssen uns auch noch registrieren bei dem Boy da drüben. Aber Leute, ich sag's euch, am liebsten hätte ich das Spiel schon abgebrochen. Aber jetzt sind wir schon so weit gekommen. Ich bin an so einem Punkt, wo ich jetzt sage, jetzt erst recht. Ich will einfach nur das Meer sehen. Ich will es jetzt einfach nur noch sehen. Oh mein Gott, ich muss auch noch von jeder einzelnen Person gerade ein Foto machen, weil wir werden ja auch in diesem Hotel dort schlafen. Jetzt brauchen die auch noch Fotos von uns. Sie hat ein ganz anderes Kleid an. Nein, Leute, wir müssen zuerst unsere Sachen ins Apartment bringen. Ich kann nicht mehr, meine Speicherkarte ist jetzt auch noch voll. Das ist das Ende, würde ich sagen. Es ist vorbei. Ich verabschiede mich jetzt einfach so bei euch. Aber falls euch das Video Spaß gemacht hat, lasst dem Ganzen gerne eine positive Bewertung da. Und sonst sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis bald. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr.